wieder einmal Kürzungen für uns Bäuerinnen und Bauern. Eine Beihilfe wurde quasi über Nacht ersatzlos gestrichen. Das weckt viele Emotionen, ganz klar ein nicht hinnehmbares Ding in einer Situation, in der wir uns jetzt befinden. Gerade die tierhaltenden Betriebe, die jetzt schon Schwierigkeiten haben zu bestehen, aufgrund dessen, weil sie eben ihre Produkte nicht entsprechend vergütet bekommen. Und auch Herausforderungen haben bezüglich den Anforderungen, die an uns gestellt werden. Umweltschutz, Tierwohl etc. Jetzt gilt es nicht in das alte Reizreaktionsschema hineinzufallen und etwas Altes zurückzufordern, was uns weiterhin in Abhängigkeit hält. Wenn wir jetzt losfahren und demonstrieren, dann lasst uns zusammenstehen dafür, dass wir in die Lage versetzt werden, unsere notwendigen Preise, die es braucht, um unsere Güter zu erzeugen, am Markt auch generieren zu können. Dazu braucht die Bundesregierung nicht einmal Geld in die Hand nehmen, sondern lediglich die Rahmenbedingungen, die Gesetze auf den Weg bringen, wo sie ja bezüglich der Milchbranche auch schon bei sind, die es uns ermöglicht, dass wir auf Augenhöhe mit unseren Marktpartnern einen Preis verhandeln können, der uns leben lässt, der die Verbraucher leben lässt und der uns alle ein Stück weiterkommen lässt.